Ich bin eingesperrt, alleine im dunklen Keller. Die Mauern meines Gefängnisses sind eiskalt, feucht und undurchdringlich. Ich friere und jede Faser meines Körpers schreit nach Nahrung. Keine Verbindung mehr zur Außenwelt, zur Familie, zur Natur. Ich bin ganz allein. Alles steht still, die Energien fließen nicht mehr. Nur der Tod wartet in den Wänden. Während diese Bilder in meinem Kopf ablaufen, sitze ich bewegungslos und starr in meinem Stuhl. Meine Atmung ist ganz flach und erst nach einer Weile gelingt es mir, durch einige tiefe Atemzüge wieder ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Wo bin ich gerade gewesen? Ist es die Verzweiflung aus der atlantischen Zeit, die mich eingeholt hat?